Moin! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch 4-fach 2-1 ohne Gräben. Ja. Ich habe euch ja erzählt, dass wir im Prinzip im Prinzip in der letzten Session auch nur die eine Folge aufgenommen habe, weil ich immer noch mit den Sounds ein bisschen ausprobiere. Die Musik war zu leise. Ich war der Meinung, dass auch die Fahrzeuge zu leise waren. Die habe ich auch noch ein Stück lauter gemacht. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob euch das so gefällt, ob das so passt. Schauen wir mal, was ihr dazu sagt. Und ich muss mir das natürlich auch dann mal anhören. Ne? Ich habe zwar Monitoring jetzt, also ich höre mir das genau an, was hier läuft, aber trotzdem kann man das am besten dann nachher beurteilen, wenn man dann wirklich dabei ist sozusagen. Also wenn das dann wirklich ein Video ist. Ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt mir das ja mal sagen, was ihr denkt. Noch irgendein Feld, ja, Feld 37 muss noch, Feld 30 sind vorbei. Ja, ihr hört mich wahrscheinlich zwischendurch immer mal ein bisschen schlecht, wenn ich nämlich mich so nach vorne lehne, um an die Tastatur zu kommen. Dann bin ich aus dem Erfassungsbereich des Mikrofons. Das, da muss man tatsächlich auch noch mal gucken. Wartet jetzt, das ist okay. Das ist kein Problem. Ja, lass ihn mal fahren. Stört mich nicht. Schade, schade, schade. Fahren könnte. Thank you.
einmal leer machen. Gucken, was da dann übrig bleibt. Und dann mal schauen. So. MB-Truck steckt im Verkehr fest. Ja, nee, sicher ist klar. Mal weg. Mal Landgewinne sozusagen. Dass wir hier schnell wegkommen. Dass wir hier dann auch wirklich Platz haben. Ja, jetzt könnten vielleicht die Maschinen doch etwas zu laut sein. Wir werden es sehen. Ja, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Achso. Im Lexion. Ja, haben wir noch. Ein Hairdresher. Da unten ist er. So, was kann man denn mit Hafer noch machen? Wahrscheinlich nur verkaufen, oder? Viele andere Möglichkeiten gibt es hier wohl nicht. Zu dicht dran, ich werd weich. Ja. Bitte.
Und dann wollen wir einmal gucken, was von Hand noch verteilt kriegen beim Eierhof. Da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, es kann jetzt sein, heute, dass die Maschinen tatsächlich ein bisschen laut sind. Das werden wir sehen. Wenn ja, tut mir das leid. Aber dann haben wir es für morgen dann wahrscheinlich richtig. Leute, in 3 Wochen, ne? Wisst ihr, was da ist? In 3 Wochen ist LS19 schon draußen. Hammer. Die doch noch mal eben jetzt alle richtig versorgen hier. Ich mich jetzt gar nicht, ob der jetzt hinter mir herfährt oder nicht. Kann er gerne machen. Hier Weizen drin. Hier denn drin? 807. Ja, heute Abend Livestream, wahrscheinlich allerdings noch nicht um 19 Uhr. Wir wollen was ausprobieren und wenn das funktioniert, was wir ab 19 Uhr ausprobieren, dann könnt ihr irgendwann zwischen 20, 20:30, 21 Uhr oder so euch einen Livestream angucken, den ich persönlich so noch nicht gesehen habe. Keine Ahnung, vielleicht gibt's das, vielleicht haben andere es schon gemacht, ich habe es noch nicht gesehen. Ich will also nicht sagen, dass wir damit die Ersten sind. Nur mir persönlich, ja, war es eben, ich bin ja noch gar nicht voll. Mir persönlich ist es nicht bekannt, ich habe es noch nicht gesehen, aber lasst euch überraschen. Morgen natürlich Livestream, morgen ganz normal 2 Ausgaben Let's Play und 16 Uhr dann morgen auch noch eine Folge vom Match. Experience gegen Friesenjung. Schaltet rein. Okay, also der hier ist voll. Dann auch nochmal eben alle gut versorgt sind. Hier können wir auch noch Mist abholen. Können wir eigentlich auch jetzt gleich hier mit denen machen. Da noch mal rum. Ne, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Schöne Hütte. Das mal Mist. Oh, ihr hört es. Oder habt ihr es gehört? Ja, ihr habt ihr gehört. Sonst hätte ich das ja auch nicht gehört. Zeit ist um. Hat Pling Pling gemacht. Und ja, also wie gesagt, heute Abend Livestream, aber allerdings ein bisschen später. Mal gucken, ob das klappt, wie wir uns das vorstellen. Und ansonsten, ja, das ganze Wochenende ganz normal. Alle Folgen wie immer, Samstagabend auch ein Livestream.
Sonntagabend glaube ich nicht. Sonntag wollte ich ins Kino gehen. Und ja, schauen wir mal. Nein? Und in diesem Sinn verabschiede ich mich bei euch. Sag vielen, vielen Dank. Auch für die Kommentare zum Sound. Und ja, bis später. Ciao.